Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr im Raid die erste Phase vom neuen DLC Raid Fluch des Osiris meistern könnt. Im ersten Abschnitt von den zwei Abschnitten, die es im ersten Bereich gibt, müsst ihr auf diese Plattform springen. Es dürfen nicht zwei Spieler auf einer Plattform sein und es müssen fünf Leute dann auf fünf Plattformen sein. Das heißt, die erste Platte wird aktiviert mit dem ersten Spieler, der hopst eins weiter, dann springt ein Spieler nach, so wie wir das hier machen. Das heißt, jede Platte wird immer mit einer Person bemannt, sage ich es mal, und fünf Platten müssen insgesamt dann immer bemannt sein. Das zieht man komplett durch. Beim ersten Abschnitt ist es relativ simpel. Man sieht, es geht einfach immer einen Schritt weiter und jeder springt dann eins nach, bis man dann zu der Fläche kommt, wo man ja sicher steht, nenne ich es mal. Und wenn ihr das Ganze gemeistert habt, dann steht unten, Temperatur steigt. Das bedeutet, ihr habt diesen kleinen Abschnitt dann gemeistert und die Flächen, die verschwinden zuerst, aber nachher ziehen sie sich wieder hoch. Das heißt, man kann hier die Feinde kurz töten, zack. Und ich mache gleich einen Cut, dann sieht man, die Fläche, die geht wieder hoch. Wenn Temperatur steigt, steht, ziehen die wieder hoch und alle Spieler, die da runtergefallen sind, können nach. Bei der zweiten Fläche ist es so, dass es eine Schiene rechts und eine Schiene links gibt. Das heißt, teilt da am besten in zwei Gruppen auf, zwei Dreiergruppen. Einer springt rechts und einer springt links, logischerweise. Ich glaube, viel mehr muss ich dazu nicht sagen. Man wird es ja dann sehen. Man sieht es hier gerade noch. Der eine Spieler springt weiter, ein Spieler springt nach. Das wäre der zweite Abschnitt bei den Sprungphasen. Ein dritter Abschnitt ist auch etwas tricky. Denn später, also am Anfang springt man nach und nach und nach, so wie es auch im ersten Bereich ist, aber später dann muss ein Spieler, also der letzte Spieler, muss dann rüberspringen. Man sieht es hier gerade, die Platte geht auf der Seite hoch, da muss dann der letzte Spieler rüber, dass das auch funktioniert. Wenn jetzt ein Spieler versagt und runterfällt, spielt das ja nicht so eine Rolle, es müssen fünf Leute draufstehen, klappt auch eben mit nur fünf. Was man auch machen kann, ein kleiner Tipp an dieser Stelle, weil ja hier auch Scharfschützen und Feinde auftauchen, dass ihr einen Spieler einfach hinten stehen lässt und der tötet einfach die Feinde. Dann können fünf Spieler nämlich ohne Probleme hier vorwärts hopsen und ja, haben keine Feinde, keine Scharfschützen, die ihnen Druck machen und so weiter und so fort. Gut, ich glaube auch zu diesem Bereich muss ich nicht viel sagen, man wird es dann sehen, ein bisschen koordiniert, ein bisschen ja, miteinander absprechen, sagen, hey, du musst jetzt springen und ja, dann funktioniert es eigentlich tipptopp. So, letzter Abschnitt bei der Sprungphase. Auch hier wird es nochmal ein bisschen tricky. Gerade am Anfang ist es so, dass da mehrere Phasen oder mehrere von diesen Sprungplatten auftauchen und da müsst ihr recht gut koordiniert zusammenarbeiten. Guckt einfach, dass ihr da immer ein bisschen nachschiebt, dass ihr nicht zu zweit auf einer Platte springt. Sagt am besten an, ich springe jetzt. Das heißt, auch hier einfach ein bisschen miteinander reden, das Ganze gut kommunizieren, dann funktioniert das auch. Der letzte Teil dann ist relativ easy, da heißt es einfach wieder eins nachspringen und dann kann man rüber. Reaktortemperatur steigt, steht dann unten wieder und dann werden alle Platten aktiviert. So, das wäre die Sprungphase gewesen und jetzt kommt eigentlich die richtig einfache Phase, bevor ihr dann den Loot kriegt. Hier müsst ihr in diesem Gebiet einfach die Feinde töten. Das heißt, es tauchen ziemlich viele Loyalisten-Kabale auf, haut die einfach alle weg. Wenn ihr alle gekillt habt, habt ihr auch diese Phase geschafft, könnt den Loot holen und das ist es dann auch schon gewesen. Das ist die ganze Hexerei von diesem Gebiet, koordinationslastig beim Springen und danach einfach hier alle Feinde töten. Wenn ihr übrigens an dieser Stelle noch Probleme habt, dann guckt, dass ihr eine gute Stelle zum Verteidigen findet. Sammelt euch am besten als Gruppe, damit ihr einfach als 6-Mann-Trupp mit Schild, mit Rift, mit ja, Nachladeverbesserung und so weiter und so fort die Feinde weghaut, könnt euch ja gegenseitig unterstützen. Seid ja immerhin ein ganzer Trupp. Gut, dann sage ich viel Erfolg beim ersten Abschnitt vom Raid. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und lasst gerne ein Like da, wenn es euch geholfen hat. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.